Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ja, und nochmal das gleiche Spiel. Ich habe ein neues Video gemacht, ein ganz kurzes Video. Da geht es um Angela Merkel und ihre in meinen Augen sehr, sehr peinlichen Versprecher, wo sie zeigt, dass sie eigentlich von SARS-CoV-2, naja, wäre jetzt nicht so böse zu sagen, keine Ahnung hat. Aber ich sage jetzt gar nichts mehr, weil hier die Zensoren nur darauf lauern, dass ich einen Ausspruch mache, der nach ihrer Auffassung nicht genehmigt ist, und diesen Gefallen tue ich den Zensoren nicht. Und deshalb, wenn Sie die in meinen Augen bemerkenswerten Versprecher von Angela Merkel und was dahinter steht sehen wollen, dann einfach klicken unten auf die Links auf Odyssee, auf Rumble oder auf den Unterstützerkanal hier. Ja, ich weiß, es ist ein Affentheater, aber nicht ich bin schuld an diesem Affentheater. Das sind die Zensoren, das sind diejenigen, die im 21. Jahrhundert hier die Meinungsfreiheit mit Füßen treten, und mitschuldig sind auch die ganzen Verharmloser, die dann sagen, naja, das ist ja Hausrecht und privat. Nein, ist es nicht. Wir haben die Rechtsprechung. Einfach mal googeln. Ich verlasse mich, ich vertraue meinen Abonnenten, dass sie bei diesem Google-Zensurmodus nicht mitmachen und Google zeigen, was eine Finte ist, und einen der drei Klicks anklicken. Es tut wirklich nicht weh, ist ein geringer Umstand, ein kleiner Mausklick für Sie oder ein kleiner Fingertipp und ein in der Summe doch beachtlicher Nadelstich gegen die Zensoren. Alles Gute, danke, ciao, bis bald in Montenegro. Wir sehen uns auf reitschuster.de.